Hallo, ich bin Chas Traygott und ich bin hier in Misano für den letzten Lauf der Truck-Europameisterschaft 2021. Normalerweise bin ich in der Kommentatorenkabine, jetzt bin ich vor der Kamera, aber Christina ist morgen wieder da, egal wie. Das Entscheidende ist, wir haben eine klasse Meisterschaft und Norbert Kisch möchte heute und morgen den Titel gewinnen. Mal sehen, wer ihn davon abhalten kann. Die Ergebnisse sind eindeutig. Wird das ein einfaches Spiel sein? Genießt du das Wochenende oder bist du auf den Fahrertitel fokussiert? Ja, natürlich alles sehr wichtig. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind nah dran, aber noch nicht da und wir dürfen keine Fehler machen. Hallo und willkommen aus Misano. Wir sind in Italien und es ist der letzte Abschnitt der Europameisterschaft. Wer wird der beste Fahrer? Norbert Kisch ist der Führende, gefolgt von Sascha Lenz und Adam Latzko. Und das restliche Fahrerfeld versucht, die besten Positionen zu erzielen. Und jetzt sind wir bereit für das erste Rennen in Misano, das erste Rennen für das letzte Wochenende. Lass uns über das Rennen sprechen. Erste Frage, siebte Position. Sascha Lenz hat gesagt, er vermisst dich in der ersten Reihe. Was ist passiert? Wir wissen es nicht. Im ersten und zweiten freien Training war es gut, sind wir schnell gewesen. Aber als die Temperaturen leicht nach oben gegangen sind, war es wie der Zauberstab von Harry Potter. Irgendwas ist passiert und wir wissen nicht was. Und jetzt sind wir siebter. Nach der Super Pole auf der Pole Position Norbert Kisch, neben ihm in Reihe 1 Sascha Lenz. Ein Bild, das wir aus der Europameisterschaftssaison 2021 kennen. Die Fahrzeuge beschleunigen jetzt auf der Start- und Zielgerade. Die Ampel springt von Rot auf Grün. Norbert Kisch gibt Gas, aber auch Sascha Lenz hat einen super Start, kann sich sofort neben Norbert Kisch setzen, der allerdings die erste Kurve gewinnt, an Sascha Lenz vorbeigeht und die Führung übernimmt, aber Lenz kontert. Sofort in der zweiten Kurve kann er die Führung zurückerobern. Alles geht gut, das Feld kommt gut durch diese ersten Kurven. Bei René Reinhardt raucht es. Dort ist die Radabdeckung am Reifen und das sorgt für mächtig Qualm auf der Strecke. René Reinhardt, Steffen Faas, Theo Calvé
und Shane Brereton. Die vier kämpfen um den Goodyear Cup, um die Wertung im Goodyear Cup, die noch sehr, sehr eng ist an diesem Wochenende. Dann passiert etwas, was nicht passieren darf. Norbert Kisch überholt Sascha Lenz unter Gelb. Und das bringt ihm eine 5-Sekunden-Strafe ein. Und die wird ihn im Rennen dann zurückwerfen. Hier haben wir die Bilder nochmal vom Partner der Europameisterschaft, von Smart Witness. Kisch also auf der Strecke vorne, muss aber 5 Sekunden einbüßen. Das bedeutet, er fällt zunächst auf den 4. Platz zurück, kann sich aber im Verlaufe dieses Rennens immer weiter vorarbeiten und die Distanz zwischen sich und den aktuell 3. Jochen Hahn auf über 5 Sekunden vergrößern. Kisch in Führung, Lenz, Jochen Hahn, Antonio Albacete. So gehen sie hier in die nächste Runde. Steffi Halm und Adam Latzko auf den Plätzen. Antoni Janjek vom Lion Truck Racing Team dahinter. Kisch in Führung, Kisch arbeitet und Shane Brereton und Theo Calvé arbeiten ebenfalls. Leichter Kontakt des Führenden im Goodyear Cup gegen Theo Calvé, der versucht hier noch hinzukommen in diese Führung. Und bei Antonio Albacete gab es einen Fehler und das hat ihn viele Plätze gekostet. Norbert Kisch gewinnt das erste Rennen hier in Misano. Zwar auf der Strecke, aber die 5 Sekunden bringen ihn auf den 2. Platz. Herzlichen Glückwunsch, Norbert Kisch, Fahrer-Europameister in der Truck-Europameisterschaft 2021. Ich bin sehr stolz auf das Team und was wir in den letzten 2 Jahren erreicht haben, das ist schon außergewöhnlich. Ja, ich bin sehr stolz für das Team. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Und ich bin sehr glücklich und wir haben die Teammeisterschaft gewonnen und die Fahrermeisterschaft. Und ich kann kaum glauben, dass wir das alles gewonnen haben. It's hard to say, it's a little bit hard to believe that we are here again, but yeah, I'm really happy. Der neue Europameister im Revech MAN, Norbert Kisch. Und hier haben wir nochmal das Rennen in der Übersicht. Sieg für Sascha Lenz, sein erster Sieg an diesem Wochenende vor dem neuen Europameister Norbert Kisch und dem 6-fachen Europameister Jochen Hahn, der auch wieder vorne mitspielt. Stefanie Halm, Adam Latzko und Antoni Janjek auf den Plätzen 4 bis 6. René Reinhardt und Theo Calvé auf 7 und 8. Und Calvé und Shane Brereton kämpfen weiterhin um den Goodyear Cup. Ein starkes Top-10-Resultat für Lukas Hahn, der mit der Startnummer 22 an diesem Wochenende im Knorr-Bremse Iveco unterwegs ist. Auf den Plätzen Alja Kolloc auf der 11, Steffen Faas auf der 12. Position, Antonio Albacete nach seinem Fehler auf Platz 13 und Jamie Anderson und André Cosim haben das Rennen leider nicht beenden können. Wir dürfen gespannt sein, was uns im 2. Rennen des Wochenendes erwartet. Wer gewinnt den Goodyear Cup? Wir haben einen Kampf zwischen Shane Brereton, der führt, und Theo Calvé. We'll be right back.
Rennen 2 bedeutet auch Reverse Grid und Theo Calvi ist in der Pole Position. Mit der Pole Position hat der Bagheera Freightliner von Theo Calvi nochmal die Chance, im Goodyear Cup an den Führenden mit der Startnummer 17 Shane Brereton ranzukommen, zumal dieser in der sechsten Reihe startet. Theo Calvi also vorne, René Reinhardt im Iveco mit der Startnummer 77 neben ihm. Dahinter Anthony Janjek, der ebenfalls versucht, noch nach vorne zu kommen. Aber Adam Latzko mit der 55 schiebt die Nase des Bagheera an die Seite von René Reinhardt. Zu dritt geht man in die erste Kurve. René Reinhardt im Sandwich, der Bagheera-Fahrer Theo Calvi und Adam Latzko. Calvi verliert im Augenblick die Führung, kann sie aber dann direkt wieder zurückerobern. Und auch im Mittelfeld ist der Kampf um die Plätze sehr, sehr wichtig, da es im Goodyear Cup noch um die Podestplätze geht. Calvi führt, Reinhardt auf 2, Jochen Hahn auf der dritten Position. Dann ein kleiner Vorfall zwischen Adam Latzko und Anthony Janjek. Adam Latzko kann sich durchsetzen. Das Ganze haben wir aus dem Fahrzeug von Norbert Kisch gesehen. Und hier haben wir den Kampf zwischen Steffen Faas und Jamie Anderson, die im Goodyear Cup noch um die dritte Position kämpfen. Ansonsten im Mittelfeld insbesondere manchmal schon der ein oder andere Lackaustausch. Vorne ist es so, dass der sechsfache Europameister Jochen Hahn sich immer weiter nach vorne schiebt und im Begriff ist, Theo Calvi zu überholen. Hier haben wir es exklusiv aus der Onboard von Norbert Kisch. Jochen Hahn schiebt sich an Theo Calvi vorbei und übernimmt die Führung. Sascha Lenz hält sich in diesem zweiten Rennen zurück. Er sammelt Punkte, er möchte ja Vize-Europameister werden und da ist jeder Punkt wichtig. Jochen Hahn führt Calvi an 2, Norbert Kisch kämpft sich an Adam Latzko vorbei, ist bereits auf der dritten Position. Kisch versucht im Verlauf dieses Rennens ständig Angriffe zu fahren gegen Theo Calvi, aber der junge Franzose verteidigt das souverän, sozusagen wie ein alter Hase. Dann beide in der Rechts-Links-Kombination nach Start und Ziel. Kisch hat die Nase vorn. Kann der Bagheera-Pilot sich hier nochmal in Szene setzen? Kann er diesen Angriff nochmal abwehren? Beide nebeneinander. Latzko hofft, dass er da vorbeikommt, aber Jochen Hahn souverän gewinnt er dieses zweite Rennen. Sein zweiter Podestplatz an diesem Wochenende. Und hier kommt er, der Knorr-Bremse Iveco mit dem sechsfachen Europameister, der diesem Rennen den Stempel aufgedrückt hat. Natürlich große Freude im Team Hahn. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen. Ein enges Rennen natürlich, aber in den letzten Runden hat man gedacht, du liest Zeitung. Es sah von außen sehr leicht aus. Das ist natürlich ganz anders, wenn man fährt. Wie war es für dich? Ja, Rennen ist Rennen und das ist niemals leicht. Aber am Schluss, ich bin sehr glücklich, dass wir in Misano sind, dass wir gewonnen haben hier in den letzten Tagen der Saison. Wir sind zurück auf der Gewinnerstraße und das fühlt sich gut an und von daher, wir haben den Weg zurückgefunden. Der dritte Saisonsieg für den sechsfachen Europameister und da schmeckt der Sekt besonders gut. Wir schauen uns nochmal die Ergebnisse dieses Rennens an. Jochen Hahn gewinnt vor Theo Calvi, der damit sein zweites Podiumergebnis in einem Wertungslauf erzielt. Norbert Kisch auf der dritten Position. Sascha Lenz, Adam Latzko und Jamie Anderson. Das sind die Plätze 4 bis 6. Antonio Albacete von 13 auf 7 vorgefahren. Shane Brereton auf der 8 kann die Führung einigermaßen behaupten im Goodyear Cup. Steffen Faas auf der 9 und wiederum in den Top 10 Lukas Hahn. Alia Kolotz auf der 11, Anthony Janjek auf der 12, Stefanie Halm auf 13. Position nach Reifenproblemen. René Reinhardt hat das Rennen nicht zu Ende fahren können. Shane Brereton, du hast eine Hand am Goodyear Cup,
aber da gibt es noch eine Menge zu tun. Morgen 21 Punkte vorne. Was denkst du, wie sind die Erwartungen? Ja, wir müssen sicher sein, ich hatte einen schönen Kampf mit Theo, ein bisschen mehr Kontakt und nachher das auch mit Jamie. Und manchmal muss man den Ball einfach flach halten, um zu gewinnen. Das vorletzte Saisonrennen sieht wiederum Norbert Kich und Sascha Lenz in der ersten Reihe. Sie haben sich für diese erste Reihe nach der zweiten Superpole qualifiziert. Direkt dahinter Jochen Hahn und Adam Latzko. Und bereits am Start gibt es einen kleinen Kontakt zwischen Theo Calvé und Anthony Janjek. Da haben wir das Bild aus der Kamera von Steffen Faas. Große Probleme das gesamte Wochenende bei der Startnummer 11 bei André Cosim, so auch in diesem dritten Rennen. Er hatte wirklich ein gebrauchtes Wochenende und konnte sich nicht entsprechend platzieren. Norbert Kich kann sich leicht absetzen, Jochen Hahn an 2, Antonio Albacete auf der dritten Position und Lukas Hahn in seinem zweiten Start in diesem Jahr auf Position 4. Der Don't Touch Racing Iveco von André Cosim fährt weitwund über die Strecke und im hinteren Feld tobt der Kampf zwischen Shane Brereton und Theo Calvé um den Goodyear Cup. 21 Punkte ist der Vorsprung und Theo Calvé muss alles riskieren, um nochmal heranzukommen und somit Shane Brereton diesen Goodyear Cup noch aus den Händen zu reißen. Brereton kann sich aber ein wenig absetzen. Ich dachte Nummer 17, der Apollo Tires Tour Racing Pilot, macht alles richtig, währenddessen Steffen Faas sich hier an Alia Kolodz im Bagheera vorbeidrückt und einen Platz gewinnt. Auch er im Kampf um die dritte Position in dem Promoters Cup vom Hause Goodyear. Der Scania-Pilot in den ersten beiden Rennen mit Problemen bei den Track Limits kann sich hier im dritten Rennen besser platzieren. Sascha Lenz hält sich auch hier wieder schadlos, sammelt Punkte und ist ganz, ganz dicht vor dem Gewinn der Vize-Europameisterschaft. Leichte Schäden am Schwaben-Truck Iveco von Stefanie Halm, aber sie folgt René Reinhardt und Anthony Janjek führt diese Kampfgruppe an. Norbert Kich gewinnt überlegen dieses dritte Rennen, unterstreicht damit nochmal den verdienten Gewinn der Europameisterschaft, währenddessen wir Shane Brereton aus dem Fahrzeug von Steffen Faas sehen. Brereton gewinnt den Goodyear Cup, weil er sich so gut platziert, dass Theo Calvé ihn nicht mehr einholen kann. Und der Sieger des Goodyear Cup, Shane Brereton, steigt aus seinem MAN und der Nachwuchs. Die Mütze passt noch nicht, aber da wächst man ja rein. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Goodyear Cup gewonnen. Wie ist deine erste Reaktion? Ich bin natürlich wirklich glücklich. Ich hatte einen kniffligen Start, da war kaum Platz, keine Lücke, ich habe sie nicht gefunden. Das war in den Ecken ganz, ganz schwierig. Danach haben wir es dann noch mal besser hinbekommen und so sind wir zu Ende gefahren. Und jetzt wird mit dem Team gefeiert. Herzlichen Glückwunsch, Shane. Ja, und ich hoffe, dass ich das letzte Rennen genieße. Sieg für Lukas Hahn im Goodyear Cup, er krönt sein Wochenende und wir schauen nochmal auf die Ergebnisse von Rennen 3. Norbert Kich gewinnt auch dieses Rennen, Jochen Hahn auf der 2, Antonio Albacete, das Podium, die Erfahrung hat in diesem Rennen gesiegt. Lukas Hahn mit einem starken 4. Platz im Knorr-Bremse-Iveco, Sascha Lenz auf der 5, Adam Latzko auf der 6. Position. Anthony Janjek, René Reinhardt und Stefanie Halm auf den Plätzen 7-9, Shane Brereton schließt das Top 10 Ergebnis auf Platz 10 ab. Steffen Faas auf der 11, Alia Kolodz auf der 12 und der Neuzugang dieses Wochenendes Ryan Smith auf Platz 13. Jamie Anderson mit 3 Runden Rückstand als 14. gewertet. We
zwei Trophäen für die Familie Hahn. Und du hast erstmal ein paar Champagnerspritze abbekommen von Lukas. Wir haben die Bilder gesehen. Ja, wir genießen es, auf dem Podium zu stehen. Und wenn wir nah beieinander auf dem Podium sind, dann ist das ein perfekter Moment für die Familie. Mit Steffi Halm in der Pole Position geht es in das letzte Rennen. Sie hat es erst ganz kurz vorher erfahren, weil Anthony Janjek unter Parc Fermé-Bedingungen am Fahrzeug hat arbeiten lassen. Und so ist die erste Reihe eine Iveco-Reihe. Steffi Halm und René Reinhardt, Adam Latzko und Sascha Lenz in der zweiten Reihe. Und das wird Folgen haben, insbesondere für Sascha Lenz. Denn in den ersten Kurven setzt sich der Ohmitzer bereits an die Spitze dieses Feldes und ist mal sowas von gewillt, dieses Rennen zu gewinnen, dass René Reinhardt und auch Steffi Halm hier nicht Paroli bieten können. Kurzer Kontakt zwischen Halm und Adam Latzko, aber geht alles gut? Nicht so gut geht es bei einem Kontakt zwischen Ryan Smith mit der 81 und Theo Calvé. Beide fallen weit zurück. Wir haben es hier aus dem Auto von Jamie Anderson sehen können. Calvé etwas gerupft an der Radabdeckung. Ansonsten das Feld geordnet durch die Kurzanbindung wieder in Richtung Start und Ziel. Norbert Kisch ist hinter Jochen Hahn, versucht ständig den sechsfachen Europameister zu ärgern, an ihm vorbeizukommen, sich zu zeigen. Das ist es, was man tun muss. Vielleicht macht der Vordermann einen Fehler und dann kommt man vorbei. Hier wird es eng zwischen Steffen Faas, Norbert Kisch und Shane Brereton. Also auch im letzten Rennen geht es noch einmal um jeden einzelnen Platz. Dann haben wir einen Dreher von Steffen Faas, wirft ihn weit zurück. Er ist da angeschoben worden. Also im letzten Rennen fliegen noch mal richtig die Fetzen. Faas kommt wieder auf die Strecke zurück, muss sich dann hinten im Feld wieder einordnen. Norbert Kisch immer noch im Bemühen, an Jochen Hahn vorbeizukommen. Gelingt ihm nicht. Wir haben René Reinhardt auf der 2, Steffi Halm auf der 3, währenddessen Sascha Lenz vorne einsam seine Kreise zieht. Dann gibt es etwas Rauch, ebenfalls von schleifenden Teilen an den Hinterrädern. Und Steffi Halm verteidigt gegen Albacete ihren Platz und dann haben wir einen Schockmoment. Alia Kolodz im Bagheera, ihr ist die Ölleitung geplatzt und deswegen muss sie das Rennen aufgeben. Und das hat zur Folge, dass das Rennen mit der roten Flagge abgebrochen ist. Aber da eh nur noch eine Runde zu fahren war, wird das Rennen entsprechend gewertet. Sascha Lenz gewinnt überlegen dieses letzte Rennen der Saison, sein zweiter Sieg an diesem Wochenende. Wenn wir uns erinnern, die letzte Saison wurde abgebrochen und verkürzt wegen der Pandemie und jetzt können alle feiern. Wie ist das so? Ja, war für uns natürlich halt Corona ja ziemlich schwer gewesen, muss sagen. Die Sponsoren sind alle bei uns geblieben. Der ein oder andere hat uns sogar noch geholfen. Ja, ich bin natürlich mega dankbar und bin auch mega erleichtert. So langsam konnte es auch, dass wir Vize-Europameister geworden sind und bin natürlich mega happy. Mit seiner Tochter Kate auf dem Siegerpodium Sascha Lenz, der Gewinner des vierten Rennens und das dokumentiert sich auch in der Übersicht. René Reinhardt auf der 2, Stefanie Halm auf der 3, rein deutsches Podium, zweimal Iveco, einmal MAN, Antonio Albacete, Jochen Hahn und Norbert Kisch, die Big Boys auf den Plätzen 4 bis 6, Adam Latzko auf der 7, Lukas Hahn auf einem ebenfalls starken 8. Platz, Jamie Anderson in den Top 10 und auch Steffen Faas mit dem Scania von Tankpool 24. Shane Brereton hat auslaufen lassen auf der 11, Alia Kolodz leider mit dem Defekt, aber trotzdem auf 12 gewertet und André Kosim auf der 13. Position. Nicht sein Wochenende. Da
das war sie, die FIA Truck Europameisterschaft 2021. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Ein großes Dankeschön an die Mechaniker, die Teams, die Fahrer und natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Kameramänner und Frauen und alle, die hart gearbeitet haben, um das Programm auf die Strecke zu bekommen. Dankeschön und wir sehen uns nächstes Jahr.